danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich mache heute mal die äußerst schwere Rapid Strike. Das Review. Also, wie man wohl sieht, ist es verdammt groß und verdammt schwer und verdammt stark. Mitgeliefert ist die Rapid Strike und das Magazin und 18 Pfeile. Um nochmal auf das Magazin einzugehen. Magazin ist durchsichtig, 18 Pfeile. Und es hat unten, was ich toll finde, hier, diese Gumminoppen da, kann man sich schön abstützen. Macht mal rein. Nee, andersrum. Andersrum. Achtung. Und dann kann man sich da schön aufstützen. Ohne dass das Magazin kaputt geht. Apropos Magazin. Wenn man das Magazin rausmacht, kann das Ding nicht das hier machen. Ist das Ding hier auf, kann das Ding nicht das hier machen. Seht ihr? Oder seht ihr? Funktioniert nicht. Das ist übrigens irgendwie von der Raven kopiert, das mit dem. Was ich schon häufiger gemerkt habe, das Ding hat Ladehemmung. Das liegt wahrscheinlich entweder daran, dass die Pfeile, die müssen schön rund sein, damit die Waffe sie greifen kann. Und man muss hier lange genug gedrückt halten, bis der Motor auf der Spitze ist, sag ich mal. Ich führe es mal kurz vor und sage euch genau, wann er denn nun bereit ist. Genau jetzt. Dann, wenn er nicht mehr lauter wird. Eigentlich so als Faustregel. Wie ihr schon gesehen habt, gibt es hier eine ich kann kein Englisch. Eine Öffnung, eine Schiene zum Beheben von Ladehemmung. Das Ding hat 5 Tactical Rails. Ich zähle, glaube ich, mal vor. 1, 2, 3, 4. 5. Yeah. Wo ich schon beim Rumdrehen der Waffe bin, mal so rum. Und dann sieht man, also hoffentlich, die Waffe hat einen gezogenen Lauf. Also nicht, dass der Lauf wie bei den normalen Waffen immer so in diese Linien gerade hat, sondern gewirbelt. Dadurch kriegen die Pfeile einen zusätzlichen Drehmoment und sind schneller. Höhere Reichweite, stärker. Kurz, bessere Waffe. Wir haben hier diese Clips. Und noch ein Clip. Obwohl ich den hier unten an der Waffe immer ein bisschen sinnlos finde. Es wäre eigentlich viel besser, wenn man das hier ran rumdreht. Das Ding hier, über diesen Griff hier, kann man hochklappen. Das ist zum Zielen. Das ist nicht so schwer. Hier guckt man durch, hier weiter und dann guckt man hier durch und da kann man relativ gut zielen. Kommt halt darauf an, wie weit der Gegner entfernt ist. Tja, Nerf schießen auch nicht ewig weit. Hier kann man so einen schönen Schalter betätigen. Und dann die Schulterstütze wie bei der Räder ausklappen, also ausfahren. Allerdings hat das nicht wie bei der Räder drei Stufen, sondern man kann es nur entweder ganz ausfahren oder ganz einfahren. Die Schulterstütze wackelt nicht, wie bei diversen anderen Schulterstützen. Die ist schön fest. Und was ich eigentlich ein bisschen schade finde, dass nicht mehr Zubehör dazu geliefert wurde. Weil normalerweise zum Beispiel bei dem Vorgänger, der Stampede, waren 60 Darts, also 3 Sonne-Magazine und ein kleines dabei. Dazu noch diesen komischen Schild. Und ein Tactical Handle. So ein Griff. Braucht man aber eigentlich gar nicht diesen Griff. Man hat hier unten so eine schöne Nase, so nennt man das, um hier reinzugreifen. Das ist schon sehr angenehm, finde ich. Man kann da gut greifen. Man kann hier auch natürlich wegen der Tactical Rails eine Menge Zubehör reinmachen. Zum Beispiel einen Laserpointer, eine Steckschiene, sowas halt. Hier kann man eine Laufverlängerung anbringen. Obwohl die Waffe ist schon so groß, dass man eigentlich nichts mehr braucht. Aber es ist schon schön, dass man das machen kann, wenn man will. Vom Design her finde ich, dass die Waffe
da ziemlich gut ist, das sind generell alle Elite-Waffen. Die haben immer so ein schönes Design, aber die haben immer so eine kleine Macken, die ich nicht schön finde. Zum Beispiel meine Strong Arm. Die schießt nicht richtig, obwohl sie so geil ist. Und alle Mods hat, die ich früher bei der Maverick machen musste. Die hat sie schon. Oder die Raffcard. Die ist so geil, aber da ploppen immer die Pfeile vorne raus, sodass man die nicht mehr abschießen kann. Ja, bei der Jolt auch. Mhm. Ach, wie schade. Oder bei der Firestrike dasselbe. Ist nicht schön. Aber nun ja, kann man nichts dran ändern. Gut. Was ich auch wieder bei allen Elite-Waffen leider sehe, ist, dass die nicht so gut gepaintet sind. Hier, das ist alles nicht so schön. Das durchgefärbte Plastik sieht super aus, aber hier diese orangen Streifen, das könnte ich mit dem Filzstift besser. Ja, was ist denn durchgefärbt? Das Plastik hier, das Blaue. Ach, das Blaue. Das wurde nicht gesprüht oder so, das ist von Natur aus blau. Also nicht von Natur aus. Also, ihr wisst, was ich meine. Hoffe ich. Mehr gibt es zu der Waffe eigentlich nicht zu sagen, oder? Batterien. Batterien, genau. Die Babyzellen, Größe C. Vier Stück. Da tut man hier aufschrauben und rausziehen tut man dann und Batterien reinmachen und dann wieder reinmachen und zuschrauben. Und dann kann es losgehen. Und die halten ja auch schon eine ganze Zeit, ne? Die halten ja auch eine ganze Zeit. Ja, aber eben nicht ewig. Deshalb gab es auch beim Schusstest einige Macken. Und ich zeige euch mal, wie das dann aussieht, wenn die Waffe nicht so richtig schießt. Moment. Scheiße, Verstopfung. Der klassische Vorführeffekt. Was war das? Nochmal von vorn. Verdammter Scheißmist! Also habt ihr jetzt gesehen, ist nicht so toll, aber das Ding hat auch ordentlich Wumms und eine gute Reichweite. Die hält, was sie verspricht, nur eben die Marken sind nicht schön. Was ich auch immer wieder toll finde, ist hier, da kann man die Waffe so schön rumtragen. Naja, ist ein bisschen schwer, aber trotzdem. Und den Preis kannst du vielleicht nochmal sagen. Bei mir hat sie 45 Euro gekostet. Das war ein bisschen runtergesetzt. Und ja, dazu habe ich natürlich die Tactical Vest bekommen im Wert von 29,99. Deshalb habe ich es mir hauptsächlich gekauft. Ich wollte mir immer schon die Tactical Vest holen und jetzt habe ich auch eine Rapids 3. Ja, das war es, was man dazu sagen konnte. Deshalb wird jetzt das Video beendet. Ciao, hoi, ahoi, tschüssi, Tschuskowski, das wie dann ja. Bis zum nächsten Video. Danke fürs Zusehen.